Hey, Oliver Schirmer hier. Der Erfolg im Network Marketing liegt im Nachfassen. Und es gibt Marketingstatistiken, ja, die sagen, dass bevor ein Network Marketing Interessent in einem Business startet, müssen 7 Kontakte stattgefunden haben. Also man muss 7-mal, ja, Kontakt zu einem Interessenten aufgenommen haben, bevor er dann, ja, ins Business einsteigt. Und die Zahl ist eigentlich gar nicht so interessant. Es ist gar nicht wichtig, ob es jetzt 5 Kontakte sind, ob es 12 Kontakte sind, ob es 20 Kontakte sind. Fakt ist einfach eins, du brauchst mehr Kontakte mit einer Person, ja, bis sie in deinem Business einsteigt. Ja, und die Frage ist ganz einfach, was glaubst du, ja, wie viele Kontakte eine herkömmliche Webseite, ja, mit deinem Besucher herstellt? Ich will es dir sagen, es ist genau einer. Ja, also so ist es in der Regel. Ein Interessent kommt auf deine Webseite, sucht Informationen, findet sie nicht, verlässt die Seite wieder und das war's. Und da verlieren viele, ja, Networker das Potenzial, weil sie zum Beispiel Haus- oder firmeninterne Webseiten verwenden, wo gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, dass man ja die Kontaktdaten der Interessenten hinterlässt oder wo man einfach so ein Einheitsbrei hat, jede Webseite sieht aus wie die andere und gar keine persönliche Note mit reinbringt, gar keine, ja, persönlichen Inhalte mit reinbringen kann, damit man überhaupt attraktiv dementsprechend für die Interessenten sein kann. Bei einem Blog zum Beispiel hast du ja schon viel, viel größere Chancen, dass ein Besucher ja wiederkehrt, wenn du interessante Inhalte veröffentlichst, wenn du, ja, ich sag mal, guten Content auf deinem Blog bereitstellst, der interessant für die Menschen ist, dann ist es schon sehr wahrscheinlicher, dass du dir eine Stammleserschaft aufbaust, dass ja Menschen wiederum auf deinen Blog kommen, um eben deine Inhalte zu lesen. Aber allein darauf würde ich mich jetzt persönlich auch nicht verlassen. Ich würde ein Tool einsetzen, welches mir ermöglicht, regelmäßig mit meinen, ja, Kontakten, mit meinen Interessenten in Kontakt zu bleiben. Und dazu verwende ich zum Beispiel, ja, das E-Mail-Marketing, weil wichtig ist einfach eins. Ja, ich habe schon gesagt, der Erfolg liegt im Nachfassen, aber auch das Timing ist entscheidend. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tun und dann ist Sponsoren gar kein Problem mehr. Nur da ist halt dann immer die Frage, wie schafft man das? Und dazu verwende ich eben, ja, E-Mail-Marketing, weil es mir das ganz einfach ermöglicht, ja, mit Menschen regelmäßig in Kontakt zu bleiben, ja, sie über Dinge zu informieren, über Produkte zu informieren, über Geschäftschancen zu informieren, ja, oder was eben so in deinem Business anfällt. Und ja, und das ist eben genau der Punkt. Keiner weiß genau, wann jetzt die Zeit reif ist für einen Interessenten. Was ich aber allerdings oder was du allerdings tun kannst, ist, du kannst immer wieder präsent bei deinen Interessenten sein. Du kannst immer wieder präsent sein, ihnen Informationen bringen, ja, und dementsprechend mit ihnen in Kontakt bleiben, sie wieder auf den Blog holen, ja, wieder Informationen zum Unternehmen geben, bis dann der Zeitpunkt reif ist. Bei mir ist es so, ja, bei mir fangen heute noch Leute an, mit denen ich vor 2 Jahren Kontakt hatte, vor einem halben Jahr. Ja, also keiner weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, nur wie gesagt, du musst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Okay, fassen wir nochmal kurz zusammen. 4 Punkte, die du beachten solltest. Du solltest unbedingt über eine Bloggenkarriere nachdenken, du solltest darüber nachdenken, wie du ja dein Business mit einem eigenen Blog pushen kannst, wie du das voranbringen kannst. Du solltest ja über ein automatisiertes Sponsorsystem nachdenken. Wichtig ist der 3. Punkt, Erfolg liegt im Nachfassen, bleib im Gedächtnis deiner Interessenten und sorge für das richtige Timing. Sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue das Richtige. Und wenn du ja weitere Informationen brauchst, wie das im Detail aussieht oder welches System ich verwende, kannst du dir einfach ganz live in der Praxis ja anschauen, wie oder welches System ich verwende. Ich werde dir den Link unterhalb des Videos dann dementsprechend bereitstellen. Und wenn das Video jetzt für dich hilfreich war, dann würde ich mich über deine Anregungen freuen, über deine Anmerkungen freuen. Hinterlass mir einfach einen Kommentar unterhalb des Videos. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.